liebe Hotelinsiderinnen, liebe Hotelinsider, herzlich willkommen hier aus dem Hotel Borolac in Zürich. Eigentlich heißt es ja Bauer Borolac, weil der Gründer damals 1844, der dieses Haus erbaut und eröffnet hat, ist ein Österreicher, ein Gebürtiger, nämlich Johannes Bauer. Aber man nennt es Borolac wahrscheinlich, weil hinten Olac kommt und nicht Bauer am See, wäre ja die Alternative. Neben mir sitzt einer, der dieses Hotel kennt wie kein anderer. Seit 45 Jahren ist er hier als sogenannter Doorman beschäftigt. Das ist Hans Stricker. Hans Stricker, herzlich willkommen, dass wir da in der Lounge draußen hier vor dem Borolac, vor dem Haupteingang sitzen. Das ist eigentlich Ihr Haupttätigkeitsgebiet da hinten. Absolut, erklären Sie mir in wenigen Worten, was tut ein Doorman? Ein Doorman nimmt die Gäste, das ist der erste Mann im Hotel, wo die Gäste sieht. Er nimmt sie in Empfang, schaut, dass das Gepäck ins Zimmer kommt, schaut, dass das Auto gereinigt wird, wenn der Gast das wünscht, aufgetankt und in die Garage bringt. Und ich bin auch der Letzte, wo die Gäste wieder sieht, wenn sie gehen. Also Check-in, Check-out. Check-in, Check-out. So ist das richtig. In der ersten Phase ist das Aufgabe des Doormans. Das ist es gibt ja auch den Portier. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Doorman und einem klassischen Hotelportier? Der Portier, der ist drin, das ist der Concierge, der Portier, oder? Sagt man. Ja. Und der ist natürlich mit den Gästen, der serviert die Wünsche, die die haben. Ja. Macht er in Ordnung, weil ich habe da draußen mit dem Gepäck, mit den Autos und genügend zu tun. Jetzt sind Sie ja nicht ganz alleine hier, Sie haben ein kleines Team, das dann auch für Gepäck zuständig ist. Wie viele Leute sind das hier? Etwa 6, 7. Ah ja? Haben wir jetzt gehabt mit dem Ding. Wir hatten ja auch über die Pandemie hinweg, hatten wir immer geöffnet und so. Nein, 6, 7 Mann habe ich da und die sind... Für mich sehr gut. Gibt es eine Ausbildung zum Doorman? Kann man das lernen? Ist das eine Lehre oder sogar ein Studium? Nein, das ist es nicht. Das ist einfach, ich bin ja seit 1975 habe ich hier begonnen als Kellnerlehrling, als Kochlehrling. Dann habe ich Chasseur hier gemacht, Nachtwatüre, das in der Nacht, was ich heute am Tage mache seit 86. Und da kennst du einfach die Gäste. Und das ist das A und so, das kannst du nicht einfach lesen, es ist so und so. Wenn du die Gäste nicht kennst, bist du verloren. Und die Gäste dich nicht kennen, sowieso. Also die Stammgäste? Die Stammgäste, so ist das, ja. Wie ist das? Meldet man ihnen immer, wenn ein Gast kommt und was das für ein Gast ist, so dass sie sich dann auf die Ankunft des Gastes, auf diese wenigen Sekunden oder Minuten konzentrieren können? Nein, ich komme morgen immer ein bisschen früher, dann mache ich die Garage in Ordnung, dass das alles stimmt und dann schaue ich die Gästeliste an. Und dann weiß ich, wer da kommt. Und ich mache mich nicht für einen Gast, weil wir haben ja 50 Arrivé pro Tag. Stellen Sie sich mal vor, ich würde da nur auf einen konzentrieren, oder? Nein, da weiß ich, habe ich schon im Kopf, wer kommt. Und wenn die dann reinfahren, dann weiß ich schon, wer ich da vor mir habe. Ich habe gestern eine Szene von hier aus beobachtet, da kam ein Auto an, so ein sehr luxuriöses Auto, reiche Menschen, die sich da absteigen, das ist ja üblich, und sie haben sie sofort erkannt und so und mit Namen und allem, und da hat man schon das Gefühl, die kommen nach Hause in dem Sinne. Das ist genau das, was ich jetzt vorher gesagt habe, das ist das A und so. Wenn sie die Gäste nicht kennen, und es ist auch für den Gast, der ist irgendwie enttäuscht, wenn er so viel mal kommt und man kennt ihn nicht. Dann ist die Enttäuschung ist einfach da und das ist mein Plus. Nun, das Borolac ist ein Luxushaus, eines der besten in Europa, darf man hier schon sagen, ohne da Werbung zu machen. Absolut. Und da steigen schon seit 1844 viele prominente Menschen ab. Die Kaiserin aus Österreich, die Sissi war ja da, Richard Wagner war da und hat, ich glaube, Teile der Walküre hier geschrieben. Dann Thomas Mann, Hermann Hesse, ganz viele Politiker, Sportler, auch Ronaldo und solche, Messi und wie sie alle heißen, alle im Borolac, also fast alle. Gewöhnt man sich an diese Prominenz oder was? Sie haben ja mit denen zu tun, wenn die da ankommen und wieder abreisen. Nein, für mich ist das völlig egal, wer da, ich nehme sie so, wie sie kommen, wollen sie reden, das merkst du sofort auf dem ganzen Ding, wollen die überhaupt reden und so, wenn sie zu mir kommen und dann merke ich, sie wollen reden, dann ist das was anderes, aber sonst lasse ich das und ich habe, mir hat man immer gesagt, Hans, schreib doch mal ein Buch. Dann habe ich gesagt, nein, das macht der Hans nicht. Was der Hans da drin erlebt hat, das bleibt hier drin. Ja. Es gibt genügend Leute, die Bücher schreiben. Da muss ich nicht auch noch ein Buch schreiben. Gerade in so einem Luxushaus ist ja Diskretion unglaublich wichtig. Weil sie sehen Dinge, die sie eigentlich nicht sehen sollten.
im Privatbereich von prominenten Menschen. Sie lachen, sie schmunzeln, jeder weiß, was da so passiert. Das ist Hotellerie, das war schon immer so, vor 200, 300 Jahren oder 400 Jahren, als die ersten Hotels kamen. Da sind Liebesgeschichten, Tragödien, es gibt auch Mordfälle, denken Sie an Sporivasch Genf, wo der Barschel in der Badewanne aufgefunden wurde, also die Leiche. Denken Sie an eben die Sissi, die Kaiserin von Österreich, die vor dem Hotel in Genf dann erschossen oder erstochen wurde und so. Also es gibt auch viele solche Geschichten. Haben Sie auch solche Geschichten hier erlebt? Liebe, Tragödie, all das, was man normalerweise am Fernsehen oder im Film sieht. Ja, ich mag mich da nicht mehr so genau erinnern, aber ja. Es geht schon in diese Richtung, aber ich mag mich da nicht erinnern. Luxus früher war steif, sehr auf Materie bezogen, es gab Umgangsformen, so ein bisschen Knicke im Luxussegment gab es ja. Die Gäste kamen im Anzug, Krawatte hier an, es gab so eine gewisse Formalität. Das hat sich ja in den letzten 20, 30 Jahren komplett verändert. Oder wie haben Sie das wahrgenommen? Die Welt hat sich völlig, völlig gedreht. Also welche Welt werden Sie? Komplett gedreht. Mhm. Das, was da früher war, Stil und so, das kennen diese Leute heute nicht. Das sehen Sie ja selber, ja. Wie das heute zu... Aber das ist nicht nur bei uns so, das ist ja noch das Schöne, das ist... Die ganze Welt hat das... Die ganze Gesellschaft. Die ganze Gesellschaft hat das mit... Mhm. übernommen. Mhm. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Mhm. Also Luxus ist heute ungezwungen. Man kommt in Pullover, in Jeans hier an, in Turnschuhen, steigen die Gäste hier aus einem Bentley und solche Dinge. Ist das jetzt für Sie, wie werden Sie das? Ist das gut, ist das nicht gut? Vermissen Sie dann so ein bisschen die alte Schule? Das ist natürlich, wissen Sie, wenn man das gesehen hat von früher, natürlich vermisst man das, aber man muss sich einfach da umstellen. Mit der neuen Generation. Die neue Generation, verstehen Sie, wenn Sie da nur denen auf, Sie sehen ja am Straßenverkehr, Sie machen nur mal Hupen, wenn Sie nur den Mittelfinger zu sehen kriegen, ist das schon alles, dann haben Sie noch Glück gehabt. Normal steigt man da aus und wird sofort. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Also, das überlasse ich jedem selber. Was macht Ihnen Freude an diesem Job als Doorman? Die Freude ist, es ist kein Tag gleich wie der andere. Und du musst in diesem Ding, der Kopf muss bereit sein, verstehen Sie? Und wenn der Kopf bereit ist und du hast Freude an den Gästen. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich wieder so ältere Gäste sehe, sind jetzt nach der Pandemie, das sind jetzt ein paar Jahre her, kommen die wieder, ist für mich das irgendwie, geht mir das neu, dass ich sie wieder sehe. Ich habe jetzt vor 2 Wochen ist eine Frau gekommen, ganz nett. Ich habe fast geweint, wo sie mich gesehen hat. Ich habe gesagt, endlich ist die Pandemie vorbei. Habe ich gesagt, es ist für mich eine Freude, sie wiederzusehen. Sie hat fast geweint. Also es entstehen so persönliche Beziehungen zu diesen Gästen. Das ist klar, weil, wissen Sie, auf so viele Jahre. Ja, ja. Das ist ja nicht irgendwie einmal gesehen und dann nie wieder, oder? Es gibt ja verschiedene reiche Menschen und hier sind sehr viele reiche Menschen. Man sagt hier, wer sich dieses Hotel leisten kann, ja, der hat ein bisschen Geld, bescheiden gesagt. Gibt es Unterschiede zwischen so neureichen Menschen, die jetzt gerade große Vermögen gemacht haben, hier an den Finanzmärkten in Zürich, oder der alte Adel, die alten Menschen, die seit Jahrhunderten Vermögen haben? Da gibt es ja Unterschiede. Das ist schon ein Unterschied, ja. Wie merkt man den? An was merkt man diesen Unterschied? Die haben eine ganz, ganz andere, oder nur zum Beispiel, die gehen in ein 5-Sterne-Restaurant, gehen die, habe ich mir kürzlich erlebt, mit Trainerhose. Also die Neureichen? Ja. Da sagt der Chef da, schauen Sie so nicht mehr, der hat dann hierher telefoniert, hat gesagt, bitte solche Gäste nicht mehr schicken, es interessiert mich, man kommt nicht mit Trainer. Was ist passiert? Am anderen Tag hat er in einem anderen Recht und ist aber der Concierge fragen gegangen, kann man da mit Trainer? Nein, Sie sollten schon. Und er hat es kapiert, verstehen Sie? Ja, wenn man die machen lässt, am Schluss kommen sie in Turnhosen, barfuß und... Oder halt nackt. Also es gibt immer noch ein paar Regeln. Es muss auch ein paar Regeln. Ich sage Ihnen, sonst macht es Ihnen, wenn Sie ein bisschen gepflegter essen gehen, stört Sie das selber, wenn da einer neben Ihnen sitzt, nur mit einem T-Shirt, kurze Hosen. Jetzt ist ja Luxus ungezwungen geworden. Wenn ich Sie anschaue, haben Sie so eine klassische Uniform, die könnte auch aus dem 19. Jahrhundert stammen. Absolut. Also da hat man an der Tradition festgehalten. Bleibt das so? Oder stehen Sie eines Tages auch in Jeans und in einer Baseballmütze da vor dem Hotel? Das kann ich jetzt Ihnen garantieren, dass ich nicht in Jeans, Hosen und T-Shirt da draußen stehe, weil ich
bin Ende Jahr fertig. Für mich ja, wir sind in Pension. Pensioniert, ein bisschen frühzeitig, aber ich habe dem Patron auch gesagt, ich bin dann über 45 Jahre da und das langt. Und es gibt nicht mehr viele, die so lange und von der neuen, von dieser Zukunft da. Haben Sie einen Nachfolger? Wird diese Position wieder besetzt? Das weiß ich nicht, was Sie jetzt da. Ja, Weil Dormans gibt es ja nicht überall. Das ist nein, nur in der Luxushotel ein Thema. Ich sage, normalerweise fährt man vorher ein Auto und schleppt seinen Koffer selber raus in einem Drei-Sterne-Haus. Absolut, absolut. Und das weiß ich nicht, ob Sie dann irgendwas Neues. Okay. Aber nur noch, es ist schon wichtig, was Sie tun. Wenn ich mir vorstelle, Sie sind ja eigentlich der erste Gastgeber hier. Und nicht der Herr Direktor. Nein. Und nicht der Concierge und nicht die Rezeption. Nein, ich bin der Sie erste, sind der erste Mensch, der den Gast sieht, wahrnimmt, empfängt und ins Hotel begleitet. Richtig. Und dasselbe am Schluss. Und Peter Bohrer, der CEO oder der Chef von Peninsula Hotels, ein Schweizer übrigens, hat mal gesagt, die ersten 4 Minuten und die letzten 4 Minuten eines Aufenthaltes sind die wichtigsten. Und wenn da was schiefläuft, in den ersten Minuten oder am Schluss, dann brauchen wir sehr viel Zeit, um diesen Gast wieder zufriedenzustellen. Ja. Sehen Sie ja. das auch so? Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Jetzt kommt für das Pavillon vorher, da fährt einer rein und wir müssen sagen, es ist besetzt, wir können nicht parkieren lassen, sind Sie es? Dann ist der schon mal, verstehen Sie? Ja. Und dann weiß ich aber ganz genau, jetzt werden Sie im Service doppelt so schwer haben, weil er schaut ganz anders, verstehen Sie? Also das macht so viel aus, und aber das weiß ich, oder? Aber ist jeder Gast gleich? Gleich, für mich schon. Ernst Scherz früher, wissen Sie, Stadtpalast, einer der ersten Hoteliers dort, hat ja mal gesagt, jeder Gast ist König und jeder König nur ein Gast. Das war so eine Aussage. Was sagen Sie dazu? Der Gast ist König, solange er sich benimmt wie ein König. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Ah, der Herr Scherz haben Sie auch noch gekannt. Ja, natürlich. Jetzt ist ja der Andrea dran. Jetzt der ist Sohn. Andrea, jawohl. Das ist schon die dritte Generation ja. jetzt. Das war sein Großvater eben. Habe ich alle noch gekannt. Hans Stricker, vielen herzlichen Dank für dieses kurze Gespräch. Sehr, sehr dass gefreut. Wir da ein bisschen über diese Branche und über diesen Dormen sprechen konnten. Seit 45 Jahren hier, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Es ist wirklich außergewöhnlich, dass eine Persönlichkeit 45 Jahre im selben Hotel so etwas tut wie Hans Stricker. Der Dormen ist ein unglaublich wichtiger Job, eine wichtige Position. Und wir hoffen, dass es hier in dem Sinne weitergeht. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.